Hallo, Freunde des Lichts. Ich wollte nur kurz erzählen, dass ich eine Facebook-Gruppe eröffnet habe. In erster Linie zu diesem Kanal hier, weil ich öfters auch bei Facebook selber Fragen bekomme, also bestimmt 3 bis 4 Stück am Tag, auch relativ intensive Fragen. Und weil ich es dafür sinnvoll gehalten habe, dass welche Antworten gebe oder wenn halt ein Gespräch einfach entsteht, also zwischen beiden Seiten halt interessant und wichtig ist und sein kann, dass das dann auch andere mitlesen können und vielleicht auch was sehr Wichtiges für sich daraus ziehen können. Und vor allen Dingen auch, dass wir Leute miteinander verbinden, die ähnliche Ansichten haben, ähnliche Ziele haben, einfach ähnlich sind, Gleichgesinnte sind, dass wir diese Leute insgesamt ein bisschen besser verbinden, weil da fehlt eigentlich immer noch so die Plattform. Also einerseits für den Rohkostreinigungsweg oder allgemein der Reinigungsweg, aber auch der spirituelle Reinigungsweg, sage ich mal so. Dieses Selbstheilen, aber auch der psychische Weg der Selbstheilung, der Selbsterkenntnis und ja, insgesamt sind das halt schon so ein paar Wege, die noch sehr, 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 sehr stark, sag ich mal, im Untergrund sind oder zumindest auf anderer Ebene dann ablaufen, aber ich sehe da noch nicht viel qualitative Plattform und möchte mit dieser Gruppe auch bewerkstelligen, dass ich da halt nicht wirklich jeden hinzufüge, um auch halt zu gewährleisten, wenn halt wirklich relativ private oder intime Sachen, sage ich mal, besprochen werden wollen. Also wenn, ich denke mal, dass das Bedürfnis besteht, dass halt nicht sehr fremde Menschen das alles mitlesen können und viele trauen sich auch nicht, solche Sachen zu äußern, die sie dann zwar mir persönlich gegenüber auch äußern und weiterhin äußern können, aber dann halt nicht so in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Und dann, deswegen ist das auch eine geschlossene Gruppe und ich werde die wahrscheinlich auch nur unsichtbar machen, damit ich nicht von irgendwelchen Leuten halt eine Anfrage bekomme und ja, dass ich halt selber die Leute hinzufüge oder die Leute halt eine Anfrage senden und ich mir die dann halt sozusagen anschaue, damit halt wirklich so eine Gruppe zu meinen Videos auch ergänzend herrscht und auch zu meinem Facebook-Profil sozusagen, wo man halt noch intensiver und auch noch mal davor und danach Videos und so weiter Dinge besprechen kann, Dinge darüber hinaus besprechen kann, auch eine ziemlich freie Gruppe ist insgesamt. Das kann vieles sein und damit einfach wirklich die Qualität auch stimmt, sage ich mal so. Und ja, halt sozusagen nur tolle Menschen, sage ich mal, drin sind. Nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der nicht toll wäre, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das war so mein Ziel damit. Das wollte ich sozusagen nur kurz ankündigen. Link ist natürlich in der Beschreibung. Und viel Spaß mit der Gruppe.